Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Alarmexperte, heute für Dresden mit dem Thema Bewegungsmelder. Heute ist wieder der Marco bei mir. Hallo Marco. Hallo Christoph. Du erzählst uns heute etwas über Bewegungsmelder. Richtig. Was ist ein Bewegungsmelder? Wie funktioniert der vor allem? Das ist dieser Bewegungsmelder. Ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder. Das bedeutet, er detektiert über Wärme eine Bewegung in einem bestimmten Bereich. Dieser wird verwendet für die Innenraumüberwachung. Okay. Das bedeutet, wenn ein Fenster-Tür-Kontakt eingebaut ist an den Fenstern für die Außenhautsicherung, also auf die Fenster-Tür-Kontakte kommen wir noch in dem Video hier zu sprechen. Okay. Und wenn halt dieses Fenster eingeschlagen wird und der mögliche Einbrecher durch die eingeschlagene Scheibe geht und so in den Innenraum gelangt, würde der Bewegungsmelder immer noch den Alarm auslösen und so den Einbrecher am Einbruch hindern. Okay. Wie erkennt der Bewegungsmelder, dass jemand in den Raum kommt? Durch die Wärme. Also durch die Wärme. Er hat ein Wärmebild, dass er oder ein Wärmefeld, das er in den Raum wirft. Und dadurch, dass eine Bewegung stattfindet, erkennt er eine Temperaturveränderung und wird so Alarm auslösen. Okay. Lösen Tiere auch einen Alarm aus? Also wenn man jetzt Haustiere hat, muss man die aus dem Raum entfernen, in dem der eingesetzt wird? Es wäre immer besser, es so zu tun. Weil Tiere sich ja nicht nur an einer Position oder auf einer Höhe bewegen, sondern beispielsweise Katzen, die springen auch mal auf den Tisch oder aufs Sofa oder auf eine Schrankwand. Deshalb ist im Bereich des Bewegungsmelders ist es immer besser, die Tiere davon wegzuhalten. Okay, super. Danke, Marco. Gerne. Klicken Sie jetzt auf alarmexperte.de und Sie erhalten weitere Informationen und eine kostenfreie Beratung.